Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Egal wie viel Curry du isst, Freddy isst Mercury. Wir machen heute Hähnchencurry süß-sauer. Und das ist natürlich ein One-Pot-Gericht in unserem Thermomix. Reis, Fleisch, Gemüse, alles aus einem Kessel. Das erste, was wir tun, ist, dass wir einen Teelöffel von unserer Gemüsebrühe hier unten in den Kessel machen. Dann habe ich schon mal 250 Gramm Reis abgewogen. Das ist jetzt Basmati-Reis. Im Garkörbchen kommt oben drauf. Und 600 Milliliter Wasser kommen ebenfalls über den Reis drüber, ja, um den zu befeuchten. Ihr könnt natürlich auch das Wasser in den Kessel einfüllen, den Reis drauf machen und dann einmal kurz Schleudergang einschalten auf 10. Wichtig ist halt, dass der Reis befeuchtet ist. 600 Gramm Gemüse habe ich schon einmal geschnippelt und abgebraust. Ja, da habe ich jetzt verschiedene Gemüsen genommen. Ich habe rote, gelbe Paprika, Zucchini, ich habe die allseits beliebten Zuckererbsen, ich habe Champignons. Ihr könnt da reinmachen, was ihr wollt. Ihr könnt auch Bambussprossen da reinmachen. Aber das ist jetzt eigentlich eine schöne, bunte Gemüsemischung. Obendrauf machen wir die Hähnchenbrustfilets. Die habe ich schon in Streifen geschnitten und 2 Stunden im Kühlschrank in Sojasauce mariniert. Die legen wir einfach oben drauf, verteilen das. Und darauf kommt dann noch Ananas. Das ist eine kleine Dose Ananas. Die verteilen wir ebenfalls hier oben drauf und würzen das Ganze jetzt noch mit einem Esslöffel China-Gewürz. Gibt es ja auch so Fertigmischungen. Das muss man sich nicht selbst herstellen, das würde gehen, aber man kann es auch übertreiben. Der Garaufsatz kommt natürlich auf unseren Kessel. So, muss man aufpassen, dass hier nicht zu viel Flüssigkeit rausgelaufen ist. Das Ganze 25 bis 30 Minuten in der Varoma-Stufe. Geschwindigkeit 2. Also ich stelle jetzt mal 25 Minuten ein und dann gucken wir, wie das Fleisch ist. Bis gleich. So, nachdem das Ganze fertig ist, müssen wir unseren Aufsatz mit dem Fleisch und dem Gemüse und das Fleisch, das ist auch durch, das sieht gut aus, und auch den Reis warm stellen. Ich mache das jetzt einfach hier oben drauf, stelle das kurz in den Backofen. Von der Garflüssigkeit habe ich jetzt 250 Milliliter aufgehoben, das ist für unsere Soße. Und hinzu kommen noch 3 Esslöffel Maisstärke. Ihr könnt da auch normale Speisenstärke nehmen, aber ich habe jetzt Maisstärke genommen. 200 Milliliter Ananassaft. Dann Curry. Etwa einen Teelöffel voll. Wobei ihr da nachher auch durchaus noch mal ein bisschen nachwürzen könnt. Dann Sojasauce. Genau, 1 Esslöffel. 1 Esslöffel Essig und weil es ja süß-sauer heißt, noch 1 Teelöffelchen Zucker. Ebenfalls hinzu. So, das Ganze wird jetzt 4 Minuten mit 100 Grad Stufe 4 gekocht. Was ihr noch machen könnt, wenn ihr wollt, ihr könnt noch ein bisschen Pfeffer hinzugeben. Ich mache das jetzt mal mit Salz, wäre ich am Anfang ein bisschen vorsichtig, aber so ein bisschen was geht immer. Die Sojasauce an sich ist ja auch schon recht würzig und wir haben ja auch noch das China-Gewürz. Also 4 Minuten, Stufe 4, 100 Grad, bis gleich.
Damit ist unsere Soße fertig und eigentlich gibt es gar nicht mehr viel zu machen. Oh, das ist schön. Das riecht so richtig wie, ja, wie beim Asiaten halt, ne? Mit der Ananas, auch die Konsistenz ist ein bisschen sämig, ja. So, nehmen wir das Ganze hier nochmal raus. Haben wir das Ganze nochmal rausgeholt. Den Reis, den servieren wir extra. Das Gemüse, Fleisch und Ananas machen wir in eine große Schüssel und mischen das Ganze mit der Soße. Riecht richtig gut. So, und fertig ist unser Hähnchen süß-sauer. Das müssen wir jetzt natürlich noch schön anrichten auf dem Teller. Das mache ich jetzt auch, zumindest fürs Abschlussfoto. Aber probieren brauche ich den Reis ja nicht. Ich hole mir jetzt hier einfach ein Löffelchen und probiere mal so, wie es schmeckt. So, direkt aus dem Topf. Ananas brauche ich nicht, aber erstmal die Soße. Sehr erfrischend. Ich mag das ja, wenn es so frisch ist. So ein Stück Hähnchen. Schmeckt wie beim Chinesen um die Ecke. Ganz ehrlich, nee, ist wirklich richtig, richtig lecker. Wie gesagt, fürs Foto, für unser großes Abschlussfoto, mache ich das jetzt gleich hier noch auf dem Teller. Wie das dann aussieht auf dem Teller, das schaut ihr euch am besten in der PDF an, wo auch das Rezept drin steht, das ich euch heute hier vorgestellt habe. Könnt ihr kostenlos runterladen in der Beschreibung. Da ist der Link zum PDF. Außerdem findet ihr dieses Rezept in unserem neuen Wunderkessel-Rezeptbuch, das ihr ebenfalls bestellen könnt. Gibt es als E-Book, als Kindle für einen Apfel und einen Knopf. Wir haben da über 500 Rezepte drin, also das lohnt sich auf jeden Fall. Und dann dieses, unsere Lieblingsrezepte aus dem Wunderkessel-Forum. Wenn ihr noch Lieblingsrezepte habt, die ihr uns zukommen lassen wollt, schreibt die entweder in die Kommentare oder meldet euch bei uns im Forum an, schickt uns eure Vorschläge und ganz bestimmt werde ich dann eins von meinen Lieblingsrezepten auch bei mir kochen. Bis dahin sage ich Tschüss und guten Appetit.